Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Days Gone. Ja, in der letzten Folge waren wir hier bei Saba am Grab. Das hier ist die Stelle, wo sie verstorben sein soll. Und ja, haben dann natürlich noch ein bisschen was von der Geschichte mitbekommen und allem drum und dran. Und jetzt sind wir wieder bei der Hauptmission auf der Suche nach etwas. So, das gucken wir uns jetzt auch gleich mal an. Das ist, glaube ich, genau, ja, wieder eine Niveau-Mission. Ich würde aber mal gucken, dass wir erstmal das Hinterhalt-Camp hier mitnehmen. Wenn wir sowieso einmal in der Nähe sind, kann man das ja gleich mal mitnehmen. Kann ich was draus machen? Ja, den Loot nehmen wir auch gleich mit. Hier haben wir noch eine Bierflasche und dann geht's auch schon los. So, die Nester hier oben können wir erst entfernen, wenn wir die Horde weg haben. Und dadurch, dass ich erstmal ein bisschen zu, ja, was soll ich sagen, ich bin nicht gut ausgerüstet dafür. Och nein. Jetzt ist da schon wieder ein Wolf. So, ich habe mal ganz kurz für mich selbst das Spiel leiser gestellt. So, da kommt doch gleich noch einer, oder? Weiß nicht, ob noch einer kommt, aber ich kann es mir gut vorstellen. Ja, es kommt noch einer. Von da. Gute Nacht. Ja, noch ein bisschen. Junge, der hat jetzt aber echt viel eingesteckt. Sein Kumpel hier nicht so viel, aber er hat auf jeden Fall jetzt schon mal eine Menge eingesteckt. So, sehr schön. Schon schön, so dieses Geräusch, wie das Wasser hier so hin und her fließt. So, aber dafür sind wir ja nicht hier. Wir wollen ja Mission machen. So, wie ich gesehen habe, dass, also jetzt von den Kommentaren her, kann ich noch nichts sagen. Ich nehme gerade die Folge danach auf. Wir fahren jetzt einfach mal hier hoch. So. Aber fahren wir mal weiter. Okay. Okay. Jo, ich hoffe, ihr habt es gesehen, dass der Punkt genau auf sie drauf war. Okay. So, jetzt aber. Ich muss das Camp säubern. Alles Mörder und Diebe. Ich darf keinen von ihnen entkommen. Ja, ich probiere es ja schon. Das war ein Headshot. Wieso? Ach, Kacke, wir haben doch perfekt getroffen. Okay. Jetzt hab ich dich. Ja, ich hab dich jetzt auch gleich. So, Nummer 3. Fehlen nur noch 12. Den lassen wir hier auch zu uns in die Nähe kommen. Okay, der will nicht. Nummer 4. Da oben ist noch einer. Aber den kriegen wir, glaube ich, so nicht. Eventuell mit der Handfeuerwaffe. Ja. Da kommen wir. Jo, wo? Was sagt ihr dazu? Hm? Jemand schießt zurück. Gefällt euch das? War auf jeden Fall jetzt echt uncool. Mist. Okay. Ich brauch das streng. Okay. Das war ein Headshot.
So, wir müssen mal gucken, weil ich glaube... Tarnung wiedergewinnen. Hatte ich einen Gegner entdeckt, versuche den Sichtkontakt zu unterbrechen und in die Entdeckung zu gehen. Früher oder später brechen sie die Suche ab. Ja, das wollen wir ja jetzt aber nicht. Wir wollen ja, dass wir die sehen und wir sie uns sehen. Ja, ja, sag mir mal, wo du bist. Dann können wir auch gerne kämpfen. Da hinten haben sie einen Sniper. Leck mich am Arsch. Das werden wir ganz bestimmt nicht tun. Okay. Viel... Ah, Mist. Okay, mal gucken, ob wir sie kriegen. Jawohl. Gut, jetzt den Sniper noch ausschalten. Da kommen welche. Und dann. Ja. So. Jetzt können wir uns um die anderen 7 kümmern. Ich hätte gern irgendwie eine Tarnung oder eine Deckung, dass ich ein bisschen sicher bin. Okay, den kriegen wir vielleicht noch hin. Ja. Gut, dann sind es jetzt nur noch 6. Ich würde jetzt einfach mal da zum Haus hinschießen. Und gucken, ob die... Da ist noch eine Person. Okay, 1, 2, 3 zähle ich jetzt. Komm schon. Komm schon. Okay, 4 Leute sind es noch. Okay, wir haben ihn einmal getroffen, aber der hat Rüstung an. Ist hier vielleicht zufällig schon der Bunker? Nein? Okay. Wow, der ist da oben drin. Okay. Das heißt, bisschen Konzentration brauche ich jetzt. Ja, komm schon. Ach komm, wir gehen jetzt einfach rein. Scheiß drauf. Wir gehen jetzt einfach mal das Risiko ein. Ja, die Taschenlampe wollte ich jetzt nicht zwingend aufmachen. Okay. Wo zum Teufel ist der? 2 sind's noch. Hey, Drifter, komm schon raus. Gib auf. Wir haben 2. Ja. Einer ist es noch. Ja, aber wo ist der letzte? Ich weiß ja nicht, ob der letzte uns irgendwie gesehen hat oder ob wir den sehen können gleich irgendwo. Hier oben haben wir noch Kerosin und Munition. Hier ist auch nochmal Munition drin, ne? Ne, hier ist eine Bierflasche drin, okay. So, dann gehen wir jetzt die beiden hier draußen noch looten und begeben uns dann halt nochmal auf die Suche nach den anderen. Aber wo könnte der sein? Das ist jetzt halt die Frage aller Fragen. Ist vielleicht hier unten irgendjemand? Nö. Warum? Ah, da ist er. Das war der letzte. Ihr werdet hier keine weiteren Hinterhalte mehr legen. Ja, das ist das halt, was ich mich von Anfang an schon gefragt habe. Ob das denn wirklich so ist, wenn wir hier alle erledigt haben, also alle Hinterhaltcamps hier durch haben, ob die dann diese hinterhältigen Angriffe, die sie auf uns tätigen, wenn sie jetzt zum Beispiel ein Seil dahin machen und wir fahren über das Seil drüber oder schießen uns einfach ab und so, ob das dann halt so zählt, dass wir nicht mehr angegriffen werden, also dass die halt auch nicht mehr auf der Straße drauf sind. Das wäre halt auch so meine Frage. Bin ich ganz ehrlich.
Karte. Sieht aus, als hätten sie ziemlich viel markiert. Juhu, 84%. Hot Springs, nochmal 750 Vertrauen. Entlang aller wichtigen Reiserouten wurden Plünderer hinter Headcans errichtet. Ich muss sie ausradieren, sonst werde ich immer wieder auf Scharfschützen, Wäscheleine fallen oder Schlimmeres stoßen. Okay, also das reduziert das dann. Was haben wir hier? Eine Rauchbombe. Gut, ich würde jetzt hier nochmal ganz kurz einen Schnitt machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, da sind wir auch wieder. Ich muss mal ganz kurz an die Tür gehen, weil es gerade bei mir geklingelt hat. Ich hoffe, man hört das jetzt hier auf der Aufnahme nicht noch mit. So, und dann ziehen wir einfach mal weiter drauf los. Machen wir jetzt die Hauptaufgabe? Ich weiß es nicht so genau. Wie viele Nester sind hier? Insgesamt sind es 5. Ich weiß es nicht. Wir nehmen es einfach jetzt mit. Wir machen jetzt einfach die Hauptquest. Kommen wir wenigstens auch ein bisschen weiter. Wartet mal ganz kurz. Wir sollten ja dann auch noch zu Tucker. Das heißt, ich gucke mal, je nachdem, wie lange die Folge jetzt geht. Ob wir das noch schaffen, dass wir Nioh mitnehmen und wenigstens uns die Nebenmission noch abholen, dass wir die dann in der nächsten Folge machen können. Weil allzu lang, ich finde das eigentlich ganz gut, so zwischen 20 und 30 Minuten Folgen. Hab dich. Es gibt Punkte. Und später werden wir die Punkte auf jeden Fall noch für unser Bike benötigen. Jetzt sind wir erstmal ready, aber später können wir noch ein paar mehr Verbesserungen machen. Dann ist das schon mal ganz gut, wenn man ein bisschen Fleisch und Ohren von den Freakern und sowas alles hat. Auf jeden Fall, wie gesagt, so zwischen 20 und 30 Minuten Folgen finde ich schon ganz gut. Mehr, also höher würde ich auch gar nicht gehen. Ja. Wenn wir Tomb Raider fertig haben, oder halt im Allgemeinen, könnten wir mal gucken, ob wir so einen kleinen Days Gone Stream eventuell mal machen werden. Wo wir uns dann hauptsächlich um die Hauptmission kümmern werden. Aber das können wir ja dann ganz spontan entscheiden. Je nachdem, wie viel Zeit wir haben. Und halt auch, ob ihr halt darauf auch überhaupt Lust habt. Ich will nicht einfach irgendwas bestimmen, worauf ihr denn am Ende keine Lust habt und lieber die Folgen so guckt, als dass man dann halt am Ende bei so einem Spiel halt noch Fragen beantwortet. Also ein Stream ist ja halt hauptsächlich auch noch mit dafür da, dass man sich mit euch unterhalten kann und so. Und ja. So, mal gucken, was uns jetzt hier bei Nioh erwarten wird. Was zum Teufel? Verdammt. Na dann. Du warst wieder da oben, oder? Obwohl du das nicht solltest. Da kannst du einfach mal damit aufhören, ich... Jage doch nur Freaks, Boozer, verstanden? Wegen dem Kopfgeld, deshalb treibe ich mich da oben rum. Ja, Boozer ist schon ein bisschen angepisst. Wow! Oh, Scheiße! Jäger! Verdammt! Scheiße, Mann! Oh, wegen dem scheiß Jäger werden wir jetzt bestimmt unsere Quest voll verkacken. Ja, 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 hier, da, weg. Keine Zeit für dich. Ich verliere sie. Ja, ja, ich weiß, so weit weg vom Helikopter. Da ist doch noch ein Hinterhaltscamp. Ja. Ich hoffe, dass das Bike nicht kaputt geht. Oh, wo fahre ich denn hier lang? Ich bin voll in die Sackgasse gefahren. Also irgendwie ist meine Konzentration jetzt auch voll für den Arsch ein bisschen. Aber ich gebe mein Bestes, sie noch einzuholen.
Wow, 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 warte, warte, die werden langsamer. Ich glaube, die halten an. Okay. Oh, oh. Ja, da sieht man mal, dass die uns wirklich nicht wohl gesonnen sind. Ne? Das waren wahrscheinlich nur Warnschüsse, sonst wäre ich ja schon tot. Nick, weißt du noch, als ich sagte, dass du lebensmüde bist? Ja, 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 ich schaff das schon. Dicken Ende. Nick, die werden schon wieder langsamer. Okay. Okay, okay, der Stiefelmesser ist zwar schwach, aber dafür unzerbrechlich. Ja, das stimmt, aber da gibt's ja, glaube ich, irgendwie eine Fähigkeit, dass wir das ja verdoppeln können, den Schaden von dem Stiefelmesser. Das könnte man ja auch leveln. Kriege durch Löcher entzollen. Dankeschön. Die Betäubung wirkt nicht. Oh, doch tut sie. Sonst hätte das Viech dir schon längst den Kopf abgerissen. Doc, beeil dich. Scheiße, du weg. Dich verdammt. Sie kommen. Bin nicht so weit. Was machst du denn? Das war's. Wir hauen ab. Los geht's. Los. Mission abbrechen! Abbrechen! Los, los, los! Einladen, einladen! Dann los jetzt! Los. Oha! Ist das eine Horde? Hallo, was habt ihr Penner da liegen lassen? Ich hoffe, das sind nur Funkgerät. Okay, dafür müssen wir jetzt aber erstmal hier ein paar Freaks töten. Aua, das ist ja unsere leichteste Übung. Darin sind wir ja geschult. Solange wir die Horde nicht wieder zurückkommen, ist alles gut, weil dafür sind wir echt nicht ausgerüstet. Ja, okay. Einfach. Oh, jo. Ja, verdammt, gib das wieder her. Kleiner Scheiße, das ist meins. Junge, ich treff mit dieser Waffe aber auch gar nichts. Wo ist das Dreckvieh? Wo ist es denn? Ich seh's nicht. Oh, endlich, die Scheißkerle sind verdammt schnell. Okay, was machen die da? Sieht aus, als ob sie hier, scheiße, Freaks hüten. Keine Ahnung, die hatten einen Krabbler in der Schlinge und haben ihm einen Peilsender oder sowas angesteckt. Was? Hüten? Wie meinst du das? Also die fesseln sie und nehmen Proben von ihnen oder sowas, wie diese Typen in den Tierdokus früher. Ziemlich abgefuckt. Schwärme haben sie vertrieben. Die haben sich verpisst. Sie haben was dagelassen, ein Funkgerät. Warte, du glaubst doch nicht etwa, Sarah... Nein, 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 ich weiß es doch nicht. Okay, er lebt, Boozer, er ist am Leben. O'Brien, das waren Neros. Ich werde versuchen, ihn aufzuspüren. Ich brauche ein paar Antworten, Mann. Verdammt. Okay. Ich kann schon bald wieder fahren. Ich helfe dir, Dick. Wenn er lebt, finden wir den Penner. Da hast du verdammt nochmal recht. Ich melde mich später nochmal. Dicken Ende. Okay, O'Brien. Wo zur Hölle steckst du? Oh, Boozer ist so ein netter Kumpel. Das finde ich richtig gut, dass Dicken ihn hat, auf jeden Fall. Haben wir jetzt wieder eine Rückblende? Das ist immer so traurig. Ey, der hat es aber auch am Hals tätowiert. Oh, dass der Ladebildschirm immer so lange dauert, das verstehe ich nicht. Echt ein bisschen nervig. Vielleicht sollte ich den dann, wenn der so lange dauert, dann auch immer mal rausschneiden.
Hey. Hey. Daran kann ich mich noch erinnern. Ich hab mich verfahren. Könntest du mir helfen? Wie bitte? Verfahren? Ja, ich suche die Old Belknap Road und hier gibt's irgendwie keine Schilder. Das soll wohl ein Witz sein. Nein. Was? Was ist denn? Was? Oh. Na toll. Das ist echt super. Einfach toll. Wirklich super. Also, wie komme ich jetzt? Was? Sorry, ich weiß nicht, wo Belknap. Ja, das war's. Und ich weiß nicht, wo das ist. Keine Ahnung. Tut mir leid. Das heißt nein? Nein. Okay. Tja, trotzdem danke. Hey! Okay. Soll ich dich mitnehmen? Ja, gerne. Und danke, dass du endlich fragst. Ich bin Sarah. Ich bin Deacon. Oh, sorry. Waren wohl schmutzig. Ich weiß nicht, wie steigt man auf dieses Ding? Ganz einfach, schwing einfach dein Bein drüber. Okay, ja. Also, wie bei einem Pferd. Wow. Okay. Fertig. Na dann. Hey! Gut festhalten. Fahren wir jetzt oder fährt er automatisch? Okay, er fährt automatisch. Kein Problem. Es ist nur, ich habe kein Netz und... Naja, also hier gibt's einen Teich, aber zum Fischen, also... Nein, ich meinte Handyempfang. Ja, ich weiß. Ja, natürlich. Na egal. Also, was macht ein Mädchen wie du an so einem Ort? Tja, das frage ich mich auch andauernd. Ich studiere, also ich untersuche Sachen. Danke, ich hatte keine Ahnung, was studieren heißt. Tut mir leid, ich studiere Pflanzen. Du studierst Pflanzen? Ja. Okay. Das war's jetzt mit dem Gespräch, oder? Hey, Vorsicht! Scheiße! Arschlöcher! Oh mein Gott. Bist du okay? Ja, nur... Oh, Himmel, das war knapp. Hey. Bist du wirklich okay? Mir geht's gut, das ist nur... Oh mein Gott. Hey. Hey. Ich habe Handyempfang. Hey. Ja, mir geht's gut, aber... Ihr Auto ist echt eine Dreckskarre. Sie müssen mich abschleppen. Ich bin, keine Ahnung, auf der... Keine Ahnung, Road wo. Road 42. Road 42? Ja, etwa eine Meile rauf. Ja, bis gleich. Komm, ich bring dich zurück zum Auto. Wir warten auf den Abschleppdienst. Ey. Ich weiß nicht. Okay, na schön. Wenn die Typen zurückkommen, dann nehmen die dich sicher gerne mit. Okay, na gut. Alles klar, ich muss nur... einen Moment. Die werden gleich hier sein, okay, also... Okay, scheiß drauf, los geht's. Aber fahr dieses Mal vorsichtiger, ja? Du hattest dich nicht wirklich verirrt, oder? Naja, das kommt darauf an, wen du fragst. Meine Ex würde sagen, ich weiß nie, wo es lang geht. Na, hier kennst du dich jedenfalls gut aus. Du bist also nicht von hier, ha? Huh? Nein, ich komme aus Seattle. Die Firma, für die ich arbeite, hat hier gerade ein Labor eröffnet. Also bin ich hergezogen, mitten ins Niemandsland. Um Pflanzen zu studieren. Genau, stimmt. Das habe ich schon erzählt. Also, die Firma, für die ich arbeite, sie arbeiten für diese... Biotechnikunternehmen und einige der Pflanzen, die ich untersuche, die sind ziemlich selten. Und sie wachsen hier. Das ist das Beste, was ich je gehört habe. Ah, oh, die sind jetzt da bei Zauber. Teufel. Stimmt. Cleet, wir kriegen Besuch.
Alles klar, die Herren. Jetzt sollen wir gegen alle kämpfen. Hey, jo. Ey, ich kann nicht ausweichen. Wieso kann ich denn nicht ausweichen? Da gehen wir halt auf den drauf. Den stärksten hier. Verpiss dich. Verpisst euch. Ja, jetzt gehen sie halt alle auf mich drauf. Immer noch so. Was haben wir denn hier? Ein böser Biker, was? Ja, gib ihm noch eine. Schön die Magengrube. Los, weiter, schlag zu. Ist doch nicht so hart, Lucky. Was? Wann lernst du, ich könnte ewig weiterbeugen. Oh, ja. Ja. Dem zeigen wir es. Dem zeigen wir es, ja. Wie gefällt dir das? Komm, wie wir es mit... Scheiße. Scheiße, verdammt. Moment, schau, der wartet auf mich. Gib Gas, verdammt. Los. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hey. Tut mir leid. Nein. Ist nicht mal, das Ding war in deiner Tasche. Nein, ich hab's gesehen und... Oh mein Gott, ich hätte jemanden töten können. Naja. Oh, Scheiße. Ja, aber da müsstest du erst mal auf jemanden ziehen. Das hab ich noch nie gemacht. Schon okay. Das Ding in deiner Tasche und ich wollte die Polizei rufen, aber weißt ich du, hatte kein Netz und keinen und Empfang. Ich warte hier mit dir, bis dein Typ kommt. Okay. Danke. So was hab ich noch nie gemacht. Kaum zu glauben. Ja? Süß sind sie ja schon, muss man schon sagen. Deacon, der alte Charmeur. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh, der Ladebildschirm dauert so lang. Ich glaube, bei der nächsten Folge werde ich es, glaube ich, rausschneiden. Ich weiß nicht, eigentlich gehört ja so ein Ladebildschirm immer dazu, aber es ist halt echt nervig. Ein Mädchen wie du. 100%. Meine Vergangenheit bewältigen. 90% mit Sarah. So, dann hätte ich aber gesagt, das war's für die Folge. Ich hoffe, wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.